Hallöchen, meine kleinen Rabiatoren und die, die es noch werden wollen. Wir sind hier wieder zurück zu Black Mirror. Und wir quatschen jetzt erstmal eine Runde mit James zu Ende. Ich möchte, dass du dir das hier ansiehst. Ich weiß, dass William dir vor langer Zeit etwas Ähnliches zur Aufbewahrung gegeben hat. Ich möchte es gerne zurückbekommen. Er hat es mir geschenkt, als ich ein kleiner Junge war. Ich habe schon lange nicht mehr darüber nachgedacht. William hat gesagt, ich solle es sorgfältig aufbewahren und niemandem davon erzählen. Und er hat es sehr ernst gemeint. Und wo ist es jetzt? Hast du es bei dir? Nein, man hätte es gefunden und mir weggenommen. Ich habe es an einem sicheren Ort versteckt. Genau vor ihren Nasen. Keiner würde auf die Idee kommen, es dort zu suchen. Wo? Wo hast du es versteckt? Ich weiß nicht, ob ich es dir sagen soll. William... William ist tot und ich muss dieses Ding finden. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich durchmachen musste, um an die anderen zu kommen. Na gut, ich werde es ja, dir sagen. Ja, besser ist das, sag es mir. Es ist in der alten Kanalisation unter dem Schloss. Aber da ist keine Kanalisation. Meinst du den Keller? Doch, es gibt sie. Unterhalb des Kellers. Man gelangt über ein Abwasserrohr dorthin. Und da finde ich es? Ja. Ich muss jetzt gehen, James. Okay, ich versteck mich wieder. Gut. Okay, also, ja, versteck dich mal wieder. Ja, ist ja alles sehr interessant. Ich meine, was wir jetzt hier über Robert einfach mal rausgefunden haben, das ist ja... Das ist ja krass, krasser... Wow, also... Dass der Experimente gemacht hat an seinen Patienten und dass er James einfach nicht nach Hause lassen wollte, also mit... Mit Robert stimmt irgendwas nicht. Aber wir gehen jetzt mal in den Keller und suchen da mal das Abwasserrohr. Die Tür ist abgeschlossen. Ach, halt doch deinen Rand. Samuel, weißt du. So, jetzt habe ich erst wieder den Schlüssel aufgenommen. Jetzt muss ich den erst wieder... Hab ja gar nicht viel im Inventar, ne? Oh, Samuel, kannst du dich ein bisschen beeilen? Okay. So, Abwasserrohr hat er gesagt, ne? Was? Seil mit Haken? Ich muss in den Brunnen. Ich muss. Das könnte sich als nützlich erweisen. Ach, er nimmt gleich das Ganze mit. Naja, das. Zum hinteren Teil. Hier ist die Schleifmaschine. Das scheint zu funktionieren. Ah, da müssen wir vielleicht... Müssen wir vielleicht die Haken schärfen? Samuel, du stehst gerade so genial vor der Schleifmaschine, dass ich nicht rankam. Nee. Oder vielleicht das Messer. Unser tolles Universal... Was? Ach so, ich wollte gerade... Oh. Nö. Nö. So, Abwasserrohr. Ich gehe mal... Warum hängen ja eigentlich überall Ketten? Fifty Shades of Black Mirror. So. Ich gehe nochmal zur Pumpe gucken. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Die Pumpe ist Teil des Wasserverteilungssystems. Sie pumpt das Wasser unablässig rein und raus, je nach dem aktuellen Bedarf. Das ist schön. Es riecht unangenehm. Das kann sein, aber... Ich sehe nichts da drin. Ja, dann sollten wir vielleicht... Ich habe ein riesiges Inventar. Ich binde das Seil an den Haken. Das ist schon mal... Das hat schon mal sehr gut funktioniert. An den Deckel. Was? Ach, zum vorderen Teil, nee. Ein Kanal. Vielleicht. Nee, das funktioniert nicht. Hm.
habe ich denn jetzt hier noch? Ach, warte, ich habe doch noch Säure. Ja, das war klar, dass das nicht funktioniert. Ja, naja, Und nu? Ist hier nichts da drin? Können wir vielleicht hier noch ein Stück weiter gehen? Ein Kanalschacht. Nein. Ah, vielleicht mal eine Münze reinwerfen? Ja. Die Münze ist ins Wasser gefallen. Von hier aus komme ich nicht nach unten. Na, aber... Es riecht unangenehm. Ich versuche das jetzt nochmal. Nein. Aber du musst doch von hier aus runter. Mann, Samuel. Ich kann es auch nicht abpumpen. Ich gehe nochmal nach vorne. Wartet mal, ich habe gerade noch eine Idee. Die Schleifmaschine. Vielleicht... durch den Brunnen auch nicht, ne? Nee. Nein. Nein, stopp. Er sollte gar nicht. Sollte gar nicht dahin. Ich muss jetzt hier nochmal weiter gucken. Ich dachte, ich kann vielleicht die Axt. Ah, hier ist noch ein Kanalschacht. Ich sehe nichts da drin. Da muss ich jetzt nochmal eine Münze werfen, hä? Sie enthält einige Münzen. Ja, du bist so reich. Ah. Nichts. Kein Wasser. Super. Super. So. In den... Ach so, ich kann schon. Ich kann schon. Ach so. Das war jetzt einfacher, als ich gedacht hätte, ne? James hat nicht gelogen. Das geheime unterirdische Gangsystem existiert. Die Luft hier ist sehr stickig. Warum sollte er lügen, ne? Er nimmt es einfach erstmal kommentarlos auf. Das ist auch schön. Was? Hier ist eine Lampe. Was? Was? Abwasserkanal. Wozu könnte ein Brunnen in einem Keller gut sein? Vielleicht konnte man damit Wasser aus den Tiefen holen, wenn das Schloss belagert war. Das Wasser hierorts könnte man nicht ohne weiteres trinken. Es ist zu brackig. Zu brackig? Da ist kein Tropfen Wasser drin. Er ist leer. Dieses ausgeklügelte Kanalisationssystem wurde von meinen Vorfahren erbaut. Du alter Angeber. So, haben wir jetzt... Hier sind auch so eine Zeichen drauf, ne? Gut, also hier ist nichts weiter, dann gehen wir mal weiter rein. Stopp! Samuel, nein! Die Luft hier ist furchtbar. Es stinkt modrig. Hier gibt es seit Jahrhunderten... Entschuldigung. Sorry. Ich habe das vorher nicht gesehen. Dieser Mechanismus regelt vermutlich die Pumpen im Keller. Er kann doch nicht seit dem Altertum hier stehen. Er scheint zu klemmen. Na, ob da vielleicht das Zahnrad dran muss? Oder fehlt noch eins, ne?
Er scheint zu... Ja, dafür. So, wartet mal einen kleinen Moment. Ich musste mal eben mein Kätzchen reinlassen. So, jetzt sind wir hier. Da ist eine Öffnung. Irgendeine Öffnung? Vielleicht fehlt hier etwas. Irgendeine Öffnung? Ja. Ich kann es kein Stück bewegen. Es ist durch Ketten blockiert, die mit einem Vorhängeschloss gesichert sind. Ach, guckt mal, was hier liegt. Ein Teil einer Maschine. Es gibt so viele Algen im Wasser. Das Zahnrad ist nicht gesunken. Wie bekomme ich es da raus? Das geht nicht. Das Seil gibt zu sehr nach. Wieso gibt das Seil nach? Das geht nicht. Wieso gibt das Seil nach? Was bist denn du für ein Spinner? Wo, was? Ach so. Die Treppe lässt sich nicht benutzen. Sie steht. Wahrscheinlich fließt dort das Wasser raus, wenn es überläuft. Ja, aber ich muss doch aber trotzdem irgendwie rankommen. Das geht nicht. Dafür musstest du jetzt Kilometer rennen, oder was? Um das rauszukriegen. Das ist ein Rad. Eine Öffnung. Ich glaube, hier fließt das Wasser hinein. Das ist wohl seit langer Zeit nicht passiert. Okay. Das Wasser muss schon seit Jahren hier stehen. Es ist voller Algen und Dreck. Ich brauche aber das Zahnrad. Es ist durch die Feuchtigkeit verrostet. Eine Stange ist locker. Okay, jetzt haben wir eine Stange. Ach, wartet mal. Ist er denn jetzt? Oder das noch verbinden irgendwie? So vielleicht. Jetzt habe ich eine Stange. Von hier aus komme ich. Ah, wartet mal. Vielleicht. Das in die Öffnung? Ich weiß es jetzt nicht. Ich werde versuchen, die Stange dort hineinzustecken. Na. Es geht nicht. Die Stange ist zu dick. Aber da können wir doch was regeln. Da können wir doch was regeln. Wir nehmen einfach ein bisschen Säure mit Stange. Nicht. Die Stange ist zu dick. Vielleicht. Nee, das dehnt sich ja aus, wenn ich es jetzt heiß mache, ne?
Nee. Die Stange ist zu dick. Irgendeine Öffnung. Wartet mal, vielleicht, ich das jetzt mal andersrum denke. Nein. Ich werde versuchen, die Stange dort hineinzustecken. Es geht nicht. Die Stange ist zu dick. Die Stange ist zu dick. Wartet mal. Wasser. Wartet mal, kann ich das vielleicht mit? Habe ich das schon probiert? Om nom nom. Die Säure von Richard. Ja. Von Richard? Ach ja. Das Rad ist blockiert. Oh, ihr wollt mich doch verarschen. Das Rad ist blockiert. Jetzt habe ich das aus Versehen weggedrückt, weil ich zu schnell war. Das wollte ich nicht. Jetzt hier. Ey, irgendwo muss es doch aber mal gehen. Ich werde hier langsam gerade echt sauer, weil. Wieso ist das Rad blockiert? So, Seil mit Haken bitte. Ja, das geht wieder nicht, weil. Ich werde versuchen, die Stange dort hineinzustecken. Ja, und dann sagt er wieder, geht nicht, weil. Es geht nicht. Die Stange ist zu dick. Die Stange ist zu dick. Wartet mal. Sorry, dass ich jetzt gerade mal nicht so viel rede, aber das. Das geht nicht. Das Seil gibt zu sehr nach. Wenn er sagt, das Seil. Wartet mal, ich habe noch eine Idee. Ob das jetzt klappt, ist die zweite Frage, aber dafür muss ich noch mal komplett zurück. Das ist ja echt eine tolle Folge hier, nichts geschafft. Passt mal auf, ich habe nämlich eine Idee. Wir könnten ja vielleicht mal das versuchen. Ich werde versuchen, die Stange etwas anzuspitzen. Das müsste reichen. Gehen wir wieder runter. So. Jetzt aber.
Damit müsste es besser gehen. Okay, ich habe die Stange in die Öffnung gesteckt. Ich werde die Stange als Hebel benutzen. Ich wollte eigentlich jetzt... Die Luke hat sich geöffnet, aber es läuft kein Wasser. Ich versuche mal nochmal schnell hier am Rad zu drehen. Oha! Und jetzt das Spiel abgestürzt. Das Wasser ist bis zum Rand des Ablaufkanals gestiegen. So, gut, jetzt machen wir aber Feierabend. Boah, ich habe jetzt echt gedacht, das Spiel ist irgendwie abgestürzt oder so. Ich gehe schon mal in den Speicherbildschirm. Spielspeichern ist bei diesem Spiel sehr wichtig. Und ich verabschiede mich schon mal von euch. Ja, wir haben es dann doch noch irgendwie hingekriegt. Ich weiß auch nicht. Ist schon manchmal ganz schön knifflig. Aber, also jetzt fängt es langsam an, mir auch sehr gut zu gefallen. Also auf jeden Fall. So, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zugucken. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge von Black Mirror wieder. Bis dann!